Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zu den Anime-Chat. Heute will ich euch dieses schöne Buch ans Herz legen. Es ist Sailor Moon in der Eartl Edition. Es ist ein Hardbuch, es ist schön gebunden, es hat auch wirklich Hochglanzformate, das ist wirklich wunderschön. Und wer Sailor Moon noch nicht kennt, ich weiß, es gibt vielleicht einige, die es noch nicht kennen, sollten auf jeden Fall diese besondere Edition sich anlegen. Sie ist mit 25 Euro zwar, mag für einige teuer sein, ist aber wirklich den Preis mega wert. Ich finde, sie ist super gut verarbeitet. Es ist wirklich ein richtiges Buch und ich zeige euch auch hier mal so ein bisschen, damit ihr es so ein bisschen seht. Es ist wirklich ein Buch und ihr seht, es ist wirklich so aufgebaut wie der Original Manga. Ich kann euch auch hier ein bisschen so zeigen. Außer hier so ein paar bunte, schöne Farbbilder, die wirklich mega schön illustriert sind. Seht ihr, ist das Ganze der Manga. Wie gesagt, also ich kann euch das noch mal ein bisschen hier so zeigen. Noch ein bisschen mehr. Also, wenn ihr hier genau reinschaut, es ist wirklich sehr aufwendig gemacht ist es auch, wenn man es anfasst, ein sehr glattes Papier. Also es ist nicht wie die normalen Manga-Bücher, wo man sagt, das ist ein bisschen rau. Es ist wirklich auf Hochglanz gedruckt und es ist halt einfach das Buch wert. Wer noch nicht so viel weiß über Sailor Moon, in der Story geht es darum, dass ein Mädchen aus der Schule tatsächlich eine Katze, eine schwarze, begegnet und diese Katze entpuppt sich später hinaus, das müssten ja viele wissen, als Luna. Und wie gesagt, Luna hat eine magische Fähigkeit, die sie Sailor Moon halt überträgt mit einem Kristall. Ja, wie gesagt, die Story baut sich halt auf, dass sich dann aus ihr die Sailor Moon Krieger wird und auch im Laufe der Zeit hinzulernt, gegen das Böse zu kämpfen. Und das zu besiegen. Im Original-Manga, der ja schon mal rausgekommen ist, ist das Ganze hier wirklich genauso aufgebaut. Es ist nur hier, dass ihr wirklich diese perfekte Hochglanzvariante noch hat. Und es kommt von Egmont Verlag und diese Eartl Edition passt auch wirklich schön rein. Also ihr könnt auch schauen, hier ist es auch von hinten. Also es ist wirklich echt schön gemacht und hier von den Cover und von den alles, dieses mit Gold und so, das ist halt wirklich, wie es hier so glitzert. Vielleicht seht ihr das auch, es ist wirklich krass. Und wie gesagt, ich empfehle euch das auf jeden Fall. Ihr könnt auch noch ein bisschen genauer schauen. Und auch die zeichnerischen Stilart ist einfach bombastisch. Ist es das erste Buch jetzt draußen? Es werden weitere Folgen auf jeden Fall. Macht am besten wirklich was raus und holt euch das Buch, schaut euch das genau an, studiert es, lest die Story und wenn ihr natürlich auf jeden Fall Sailor Moon Fan seid, dann ist dieses Buch absolut euer Muss. Wie gesagt, ich wollte euch nur ein bisschen informieren über Sailor Moon und sowas. Ich würde meinem Kanal jetzt einige Manga-Bücher vorstellen, wie ihr wollt und wir fangen heute damit an mit Sailor Moon und es hat mich gefreut. Ich habe dieses Buch wirklich gerne gelesen. Ich will es euch empfehlen. Vielen Dank.